Hallo liebes Publikum und herzlich willkommen zurück zu Pflanzen vs. Zombies 2. In der letzten Folge sind wir bis Level 15 im Riesenwellenstrand gekommen und da machen wir jetzt einfach mal weiter. Ja, wirklich immer noch ein Land. Überlebe und schütze die bedrohten Und das sind... Und ich wollte es gerade sagen, bisher ging es noch ganz gut. Und jetzt sind wir hier. Scheiße. Oh nein, das ist nicht gut. Das ist alles andere als gut. Nehmen wir mal die Endurian für dieses Level mit. Die ist upgegradet und wir können die dann einfach davor stellen. Vor die Bohnen. Was vergesse ich? Ich hab den Zurücksetzer nicht dabei, das ist es. Der ist jetzt nicht unbedingt nötig, aber im größten Zweifel kann der uns helfen. Nee, wir werden jetzt einfach hier Endurians hinpacken. Direkt vor die Kartoffelminen. Einfach damit das nicht instant fehlschlägt. Oh nein. Oh, ich habe gerade richtiges PTSD. Also das ist gerade, oh nee. Oh, das Level war scheiße. I remember. Ich wusste schon, der Riesenwellenstrand hat so viele kleine, tückische Level. Und dieses hier ist eins davon. Oh, nee. Also, sowas hier, also Kartoffelminen zu schützen ist die eine Sache. Die andere Sache ist halt, die können halt auch, wenn das Wasser oben ist, können die von hier aus dem Wasser kommen. Oder von hier aus, glaube ich. Und dann sind die halt einfach schon so instant dran. So, zurück ins Wasser. Du komm unter Wasser. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Bitte Sonne, danke. Dankeschön. Endurian. Dann einmal... Ich würde natürlich am liebsten auch noch... Klar, Cornerpulte überall pflanzen. Aber dafür haben wir nicht genug Platz. Die Reihe wahrscheinlich. Nee, die oberste Reihe wäre es jetzt gewesen. Shit, und jetzt ist der Zombie gerade aus dem Wasser raus. Das mag ich nicht. Das wird mir jetzt ein bisschen zu knapp, deswegen packe ich da mal eine Sonnenblume hin. Bis ich die Endurian wieder pflanzen kann. Gut, der hat zwar jetzt die Sonnenblume gegessen, ist jetzt aber nicht das große Problem. Einmal bitte Reset, dankeschön. Oh Gott, Sonne. Damit wir einfach mehr als genug Sonne für alles haben, was wir so brauchen. Dann machen wir hier einfach eine zweite Mauer an Blumen. Und vielleicht packen wir hier einfach auch nochmal eine Reihe Endurian hin. Damit wir einfach die Reihe hier Endurian wegnehmen können. Und dann da auf den Seerosen andere Pflanzen platzieren. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Ebbe. Es ist Ebbe. Meint ihr, er heißt Ebenezer Scrooge? Den Gag brauche ich, glaube ich, nicht zu Ende machen. glaubt ihr, der aus der Weihnachtsgeschichte heißt Ebenezer Scrooge, weil er während der Ebbe gezeugt wurde? Wobei, am Ende gab es ja wohl eher eine Flut, wenn ihr versteht, was ich meine. Oh Gott, ist das dumm. Okay. Cool. Genau, nimm mal den Eimer da weg, danke. Hier unten können wir noch was machen, ist ja nicht so ein Problem. Hier, Endurian. So, die Endurian macht ja wenigstens nebenbei noch Schaden. Das ist ja das Gute an dieser Walnuss-Variation. So, du kommst weg, dafür kommst du da hin. Da kommt neue Endurian hin. Du komm her. Dann kommt da noch einmal ein Cornerpult. Da ist schon eine zweite Endurian, deswegen nehmen wir dich weg. Und packen da direkt auch nochmal ein Cornerpult hin. Und Cornerpult, weil... Wir müssen es natürlich mal wieder erklären. Weil neue Folge. Weil das Cornerpult kann auch die Unterwasser-Zombies angreifen.
und hat damit einfach einen ziemlichen Vorteil. Okay, ich kann hier nicht einfach das Dingens drüber machen. Das Special nochmal. Also quasi das Special drüber machen. Das funktioniert leider nicht. Okay. Ich kann ihn damit nicht so reparieren, das wollte ich sagen. So, machen wir das mal weg. Nimm dich dahin. Genau, je weiter wir nach draußen kommen, desto besser ist es einfach. Je weiter wir raus ans Meer kommen, sozusagen, ist alles in Ordnung. So, jetzt nehmen wir nochmal ein bisschen mehr Wasser, genau. Ein bisschen mehr Sonne. Dann zack. Dann warten wir mal, gucken wir mal, ob der hier irgendwie gut weggenommen werden kann. Da nehmen wir mal einen Eimer weg, weil ihr seid mir ein paar zu viele auf einem Haufen. Dann können wir hier unten nämlich auch nochmal einen zweiten davon machen. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Und es ist die letzte Welle. So, genau. Du darfst jetzt erstmal da alles kaputt machen, denn der hat mir da gerade die Endurian weggeballert. Und das mögen wir nicht. Wir wollen unsere Pflanzen bestmöglich behalten. Jetzt machen wir erstmal einen Reset, damit ich mal ein bisschen mir den Schaden ansehen kann, der passiert ist. Aber es sieht doch alles vollkommen okay aus. Und natürlich hatten wir da jetzt den Vorteil, dass die Endurian hochgepowert ist und dementsprechend die Verteidigung einfach steht wie so eine 1. Aber ich glaube, auch so hätten wir es relativ gut hingekriegt. Also ich glaube, auch so wäre da nicht so viel anderes passiert. Ich glaube, das hätten wir auch so ganz gut gepackt. Also, um das Level musste ich mir jetzt keine zu großen Sorgen machen, wie es aussieht. Jo, jo, jo. Bin ich sehr froh drum. Bin ich sehr, sehr froh drum, wie das hier gerade läuft. Also generell bin ich schon sehr, sehr zufrieden damit, wie der Riesenwellenstrand bisher läuft. Damit habe ich so gar nicht gerechnet, dass wir so guten Fortschritt machen. So, oh, eine Bingo-Karte. Oh, 4 Gehirne in einer Reihe. Aber leider ist mir das ein bisschen zu schräg. Nee, das ist falsch. Schau, offenbar ist es Zeit für eine Partie Strand-Zombie-Bingo. Bongu. Bingo, Benutzer Dave. Es heißt Bingo. Du hast schon gewonnen, Penny? Wow, du bist echt gut. Ach, Dave, ach, Dave, ach, Dave. Okay, was passiert jetzt? Leute, echt, ihr seid voll geliefert. Die Tiefseeger Gentros haben euch in ihren schleimigen Visier. Ihr könnt rennen, ihr könnt schwimmen, aber ihren schuppigen Klauen entkommt ihr nicht. Püh, der Typ ist total behämmert. Und ziemlich unangenehm, Benutzer Dave, ziemlich unangenehm. Überlebe einen gewaltigen Angriff der Riesenweltstrand, überlebe ohne Rasenmäher und da haben wir jetzt halt keine Wahl, was für was für Pflanzen wir benutzen, weil das ist wieder ein Level mit einem Laufband. Hm, finde ich nicht verkehrt. Finde ich nicht verkehrt, dass wir den Schnapper haben. Der ist auch noch günstig, ist quasi ein Schnapper, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil an einigen Orten sagt man halt auch, dass ein Schnäppchen ist halt ein Schnapper. Das ist einfach so ein umgangssprachliches Wort. Anstatt Schnäppchen sagen einige Leute, das ist ein Schnapper. Falls ihr das noch nie gehört habt, dann habt ihr es jetzt gehört. Ganz einfach. Ganz einfach. Der erste blöde Surfbrett-Zombie. I'm not a fan. I'm not a fan. Und natürlich kriege ich jetzt, während ich aufnehme, Nachrichten. Moment. Warum schreibt er mir einfach Grandpa? Grandios. Achso. Weil ich den Captain gefragt habe, wie Dragon's Dogma bisher so ist. Und er findet's Grandpa. Ich verstehe. Okay, das mag ich jetzt nicht so, dass hier jetzt irgendwie... Ich habe jetzt gerade einen Moment nicht hingeguckt. So, dann machen wir wir mal ein bisschen tankfrischen Tag. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Die sollen mal fernbleiben und nicht näher kommen. Die können ruhig wegbleiben. Jawohl. Und weg sind die Surfer-Zombies. Die muss man nur ein paar Mal treffen und dann sind sie schon außer Balance, sage ich mal.
Okay, da ist ein Gargantua. Ich glaube, da sollten wir vielleicht... Sollten wir vielleicht mal ein bisschen Dampf geben. Mit dem, was wir so haben. So, jetzt ist Ebbe. Ist natürlich cool. Nice, 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 nice. Gargantua wurde besiegt. Da bin ich sehr froh drüber. Bitte? Was ist mit euch los? Wieso lauft ihr einfach durch? Hallo? Hallo? Können wir vielleicht ein bisschen Angriff... Ein bisschen angreifen, ein bisschen offensiv werden hier. Machen wir direkt nochmal eine riesige Welle von Zombies, nähert sich. Und es ist die letzte Welle. Sehr gut. Wie gesagt, hier ist es ja wortwörtlich die letzte Welle. Wegen Wasser. Und wir sind am riesen Wellenstrand. Welle. Ach, da hat er das direkt weggekloppt. Hier, Seerose, friss. Ja, hier die Fisch-Gargantuas sind natürlich jetzt schon ein ziemliches Problem. Vor allen Dingen, weil der hier unten auch noch keinen... weil der irgendwie... Was wollte ich mit dem sagen? Ich bin mir gerade unsicher, so... Weil da irgendwie nichts mehr dazwischen ist. Okay, die Reihe hat funktioniert. Wisst ihr was? Das war's wert. Das war es wert. Ich weiß nicht, was ich mit der untersten Reihe gerade sagen wollte, aber auf jeden Fall haben wir Tag 16 jetzt geschafft. Und bekommen erstmal ein bisschen Geld und ein paar Samenpäckchen. Und da haben wir fast den Quarkodil schon fast hochgelevelt. Na, beim Bananenwerfer wird es noch ein bisschen dauern. Banane. Die machen das, die sagen das halt immer so. Banane. So, weiter geht's. Aber indem wir dieses Level fertig gemacht haben, dachte ich gerade, wir haben auch den... den Unendlichkeitsmodus freigeschalten. Für diese Ebene haben wir aber noch nicht. So, gibt's hier irgendeine große Voraussetzung? Nee. Aber der hier. Oh, ja genau, der wird nervig. Okay. Was es mit dem Zombie auf sich hat, ist nämlich, dass er immer irgendwie diese komischen... seine komischen Squids wirft. Und diese Squids... Im Endeffekt, die sind ein bisschen wie... wie kann man das vergleichen? Diese Zauberer bei der... In der einen Ebene. In der Mittelalter-Geschichte. Und zwar, dass die sich einmal halt um die Pflanzen, also auf die Pflanzen setzen quasi und die Pflanzen dann nicht mehr benutzbar sind, bis man diese Squid-Teile davon runter besiegt hat und kaputt gemacht hat. Bis dahin sind die tatsächlich einfach nur da und unnütz und das ist nicht optimal. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal drei Sonnenblümchen. Genau, dann gucke ich mal, dass ich hier schon mal ein bisschen Offensive mache. So, dann mache ich den mal damit. Dann kommt hier direkt nochmal Sonne. Ich glaube nämlich, ich möchte lieber weiter hinten auch dann eins von den Elektrogräsern hinsetzen. Weil das mir dann auch mit den Squids, glaube ich, sehr gut hilft. Weil der von hinten dann auch einfach mehrere angreifen kann direkt. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, jetzt möchte ich das einmal resetten, bitte. War jetzt ein bisschen vielleicht voreilig, aber ehe wir das nochmal brauchen, vergeht ein bisschen Zeit tatsächlich. So, dann hier, dann dich. Da oben kommt ein Eimer. Nehmen wir den einfach mal per Magnet weg. Damit machen wir es uns mal an dem Punkt ein bisschen einfacher. Die unterste Reihe braucht ein bisschen Hilfe. Da benutzen wir dich. Ja, das ist manchmal einfach ein optischer Glitch. Das passiert offenbar manchmal. Dass die Zombies komplett also es sieht so aus, als wenn die Zombies komplett zurückgeschlagen werden. Ist aber gar nicht der Fall. Leider ist das leider nicht der Fall.
So, cool. So, ja, dann nimm direkt den Typen da weg. Machen wir hier direkt nochmal Elektro. Jawohl, danke, dass der weg ist. Das freut mich doch sehr. Es wäre auch cool, dass wenn man zwei davon hintereinander plantet, wenn die sich verstärken würden, die Elektrogräser. Das fände ich auch sehr stark. Aber das wäre vielleicht wirklich ein bisschen zu stark. Das stimmt schon, das stimmt schon. Ach, ich habe das Katapult vergessen. Ich habe das Katapult vergessen mitzunehmen. Ich wusste, irgendwas fehlt. Deswegen war, das war so... Moment, ja, den Magneten nehme ich normalerweise doch nicht mit. Aber was nehme ich stattdessen mit? Da war ich mir gerade vollkommen unsicher. Deswegen habe ich dann einfach mir gedacht, okay, mach's einfach. So wie du gerade denkst. Ja, jetzt habe ich halt das Cornerpult nicht dabei. Aber das ist jetzt auch nicht das größte Problem, würde ich jetzt mal schätzen. So, ich hole mir mal ein bisschen mehr Sonne. So, einfach damit ich hier ein paar von den Reihen doch besser verstärken kann, die noch nicht so viel Durchschlagskraft haben. Oder von mir aus auch Rückschlagskraft, je nachdem, wie man es sehen will. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Es ist die letzte Welle. Es ist die letzte Welle. Da sehen wir es doch, da haben wir es doch. Selbe Stelle, letzte Welle. So wie man es kennt. Okay, das ist cool. Oder gut zu wissen, sagen wir es so. Dass der seine Squid-Teile auch einfach auf halt einfach nur den Seerosenblättern verteilt. Und dementsprechend kann man einfach ganz viele Seerosenblätter setzen. Die dann eben, auf die er dann eben sein Zeug wirft. Und hoffen, dass er die nur darauf wirft. Das würde also auch gehen, aber ich glaube nicht, dass der immer den bei sich... Die Pflanze nimmt, die am nahesten dran ist oder so. Aber auch das war jetzt kein Problem vom Level her. Ich will mich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Banane. Weil in dem Moment, wo ich mir denke, ja, das wird nicht so schlimm, wie ich mir das gedacht habe, in dem Moment kommt das Spiel und überrascht mich hinterrücks mit irgendwas. Ich weiß auch nicht, was genau. Aber es passiert. Ich muss mal Licht anmachen, hier wird es langsam dunkel. Ich sag's dir, Penny, diese wahnsinnigen Zombie-Surfer sind echt kernige Jungs. Yep. Analysiere den Begriff kernige Jungs. Hm, kernig. Sehr interessant, Benutzer Dave. Du bist ein Genie. Bin ich das? Nein, definitiv nicht, aber du hast mich auf eine Idee gebracht. Das Guacodil. Diese Pflanze beschießt Zombies mit kernähnlichen Projektilen. Und sie kann auch kraftvoll zubeißen. Pflanze das Guacodil an der Frontlinie. Du wirst schon sehen. Ja, das ist ziemlich gut, das stimmt. Sogenannte Guacodil. Zum einen, man kann es nicht... Doch, man kann es im Wasser pflanzen, was ziemlich gut ist. Und zum anderen, wie es ja schon gesagt wurde, es beschießt die Gegner mit Projektilen, aber auch nur, wenn es oberhalb des Wassers ist, glaube ich. Ja. Wenn es im Wasser ist, beschießt es nicht Gegner mit Krokodilen, aber wenn ein Gegner auf sein Feld rückt, dann flitzt er los. Dann flitzt das Guacodil los und frisst, glaube ich, alles, was in seiner... in seinem Weg... genau. Alles, was ihm in den Weg kommt. Und das ist ziemlich nice. Also, es ist ziemlich nice, dass es halt zwei Fähigkeiten hat. Dass es halt Schaden machen kann. Halt während Gegner noch... Nimm den hier. Nein, du solltest den Surfer nehmen. Schaden machen kann, während es noch nicht von einem Gegner angegriffen oder berührt wurde. Aber dass es halt auch dann noch diese sekundäre Fähigkeit hat. Das Problem ist halt einfach nur, wenn man sich auf das Guacodil verlässt und ein Gegner darauf, also ne, dabei ist, dass irgendwie, also dahin kommt, dann hast du halt einfach komplett einen Offensivpunkt verloren. So, was macht das nochmal? Ah ja, da kommen Krokodilbabys aus dem Krokodil raus. Mehrere. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Ebbe. Aber cool daran ist halt auch, dass du es sowohl im Wasser als auch an Land platzieren kannst. Du bist nicht daran gebunden, es unbedingt an Land zu platzieren oder im Wasser.
Ja, dich möchte ich mal gerne weghaben. Ja, komm. Ah, mach den platt. Mach den Squid da weg. Dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen mehr Offensive. So. Ja, das Problem ist, das macht halt grundsätzlich nicht viel Schaden. Es macht irgendwie so generell nicht viel Schaden. Ich glaube, das ist normaler Damage, wenn nicht sogar leicht mehr als der normale, als die normale Erbsenkanone. Also es ist halt wirklich nicht der Rede wert, was das an Schaden wegzieht. Wie gesagt, das hauptsächlich das Beste ist halt wirklich die Sekundärfähigkeit. Ey! Der hat mir glatt meinen Magneten geklaut. Das sieht man auch einfach daran, wie lange es dauert, bis die den Squid hier weg haben. Die haben jetzt schon irgendwie jeweils dreimal draufgeballert. Und eigentlich halten die Teile nicht so viel aus. Das ist jetzt eigentlich nicht so, dass da, dass die hier diese Squid-Barrieren jetzt so extrem viel ausmachen. Wieso hast du den jetzt nicht unter Wasser gezogen? Was ist denn da jetzt los? Weißt du was, ehe hier mir alles kaputt gemacht wird? Warum zählte das jetzt? Ach so, nee, da sind sie wieder. Ich wollte mich gerade schon aufregen. So, jetzt ist hier oben natürlich alles doof. Die kommen auch irgendwie gefährlich nah. Danke dafür. Ach Mann, ich wollte doch hier gerade... Ja, von mir aus machen wir es so. Letzte Welle. Na gut, die Flutlinie ist hier hinten. Also, das, ob der überlebt, glaube ich jetzt halt mal nicht. So, machen wir mal so. Du wirst von dem runtergezogen. Ich hoffe, das ist der Squid-Typ. Nein! Ah, hier... Haut ab. Haut ab. Danke. Die Reihe muss geschützt werden. Für den Rest ist es eigentlich relativ egal. Blop, 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 blop. Friss, friss, friss. Sie fressen sich satt. Genau, Hauptsache. Hauptsache die Reihe ohne Rasenmäher oder die Reihen ohne Rasenmäher sind geschützt. Genau. Und damit haben wir das auch wieder. Also es war machbar. Es war jetzt nicht das einfachste aller Zeiten, aber ich habe nicht irgendwie aus Vorsicht oder so wieder eine Fähigkeit benutzt. Weiter geht's. Level 19, glaube ich. Ja. Überlebe den Zombie-Angriff. Die meisten Pflanzen wurden für dich vorab gewählt. Was haben wir denn da? Okay, wir haben einfach alles Mögliche wieder, was wir so... okay. Von mir aus, mit dem Shroom bin ich einverstanden. Mit dem Eiskohl nicht unbedingt. Mit dem bin ich jetzt nicht so unbedingt einverstanden, muss ich zugeben. Ja, dann nehmen wir einfach das, was uns 125 kostet, das Guacodil, aber... Ja... Weiß ich nicht, ob das preis-leistungsmäßig jetzt so super ist, dafür, dass man die Pflanze verliert. Wenn der jetzt 100 gekostet hätte, fände ich es wahrscheinlich besser. Ich glaube, wenn es 100 kosten würde, hätte ich es besser gefunden. Bin ich mal ganz ehrlich. Also, selbst wenn der Eisbergsalat da unten jetzt Probleme bekommt, ist nicht so schlimm, wenn der jetzt ins Wasser gerät. Irgendwie gar nicht darauf geachtet, dass das Cornerpult mit dabei ist. Das finde ich natürlich stark, weil das Cornerpult ist eine meiner Lieblingspflanzen. Halt, weil ich sie so oft benutze. Sie? Die Cornerpult. Weil ich es so oft benutze. Die Pflanze. Deswegen sie. Ich habe mich gerade gefragt so. Sie zu sagen hat irgendwo Sinn ergeben. Ich weiß nur nicht mehr genau wo. Manchmal ist mein Hirn wirklich so, dass es gerade eben einen logischen Schluss irgendwo gezogen hat. Und dann vergesse ich, warum dieser logische Schluss war. Dann weiß ich schon nicht mehr, was die Logik dahinter war. Ist nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Ganz im Gegenteil. Das ist eine Sache, die mir eigentlich relativ... Ah, relativ häufig ist, glaube ich, zu viel gesagt. Aber die mir schon oft passiert ist, auf jeden Fall. Und wenn man dann halt irgendwie in...
Situation ist, wo man das anderen erklären soll, dann ist es natürlich besonders nervig. Riesige Welle von Zombies nähert sich! Willkommen im anderen Bereich des Kolosseums! Ihr wisst schon. So, ich mach mal da einen Sonnenschwumm hin. Ich möchte mal was testen. Sollte der Surfer-Zombie überhaupt dahin kommen? Anscheinend nicht. Doch, er wurde jetzt von seinem Surfbrett geworfen. Okay, cool. Aber jetzt weiß ich nicht, woran es gelegen hat. Ob er einfach genug Schaden genommen hat vorher oder was das Problem war. Nee, ich setze euch mal zurück. Ich möchte kurz mal einen kleinen Reset haben. Ich möchte ein bisschen mehr Zeit gewinnen. So, unsere Pilze sind natürlich jetzt schon schön gewachsen. Wir haben noch nicht ganz auf jeder Reihe ein Cornerpult, weil ich unten einen Krokodil hingesetzt habe. Aber das ist ja per se jetzt nicht das größte Problem. So. Wop, wop. Du kommst dahin. Dann haben wir überall schon mal unsere Urzeiterbsenkanone. And I'm a fan of that. Weißt du was? Hier und hier, bitte. Mach mal ein bisschen weniger. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Ah, uns fehlt der Seetang. Fällt mir gerade auf. Ich habe den Seetang nicht mitgenommen. Dafür habe ich den Zurücksetzkumpel mitgenommen. Der ist halt auch mehr TSPP als alles andere. Aber ich glaube tatsächlich, dass der ein bisschen mehr vom Vorteil ist als der Seetang. Irgendwie. Ich glaube tatsächlich, der Seetang ist dann doch sehr eingeschränkt in seiner Funktionalität. Aber hier das Teleportblatt, das hilft uns ja dann doch in einigen anderen schwierigen Situationen sehr gut aus. Würde ich jetzt mal sagen, zum Beispiel hier setzen wir einfach alles mal ein Stück zurück. Packen da mal ein Krokodil hin. Damit wir mal wieder die Übersicht haben. Das ist nämlich auch noch nicht die letzte Welle gewesen. Und das, oder beziehungsweise ist das noch nicht die letzte Welle. Egal was Juli euch vorsingt, das ist nicht die letzte Welle. So, hier haben wir jetzt ein bisschen Dünger bekommen und das finde ich sehr gut. Da war jetzt einiges an Dünger dabei. Du feuer den mal zurück, genau, damit der nicht mehr so viel machen kann. Die obere Reihe gefällt mir irgendwie nicht, dass das jetzt hier alles so, genau, dass da meine Offensive einfach so gekillt wurde. Ach komm schon. So, klopp mal weg und das ist jetzt die letzte Welle, das heißt jetzt ist eigentlich alles in Ordnung. Jetzt sollte es eigentlich keine Probleme mehr geben. Weil, wie gesagt, so wie wir es ja immer schon hatten, in der letzten Welle, wenn da die Rasenmäher weggenommen werden, ist es kein Problem. Wenn die Rasenmäher davor weggenommen wurden, dann Panik. Dann ist Panikzeit. Aber die machen irgendwie alle nicht genug Schaden, um die Squids hier schnell genug wegzubekommen. Und das nervt mich. Das nervt mich halt sehr an den am Riesenwellenstrand. Auch das und an den Zombies da allgemein. Dass die halt sowohl mein Schaden blockieren, als auch, dass die Sachen viel zu viel aushalten. Ich weiß, wir sind in der vorletzten Welt. Das ist wieder Meckern auf dem höchsten Niveau. Dennoch kann ich ja sagen, dass das eine Sache ist, mit der ich Probleme habe. Das will ich nur damit ausdrücken. Kann ich mal kurz in den Garten? Denn genau. Was haben wir jetzt hier? Ja, werde ich jetzt wahrscheinlich. Ist jetzt unwahrscheinlich, dass ich die benutzen werde. Aber dann gehen wir mal dahin. 8 Minuten werde ich sowieso noch spielen. Das heißt, das muss nicht verkürzt werden oder so. Damit haben wir das Krokodil freigeschalten. Oh yeah. Ich habe es schon wieder weggedrückt und nicht vorgelesen. Das passiert mir irgendwie sehr häufig. Aber dadurch, dass wir das jetzt freigeschalten haben, können wir es direkt hochleveln. Da, mehr Ausdauer und es macht ein bisschen mehr Schaden. Krokodile sind amphibische Pflanzen, die Kerne und die Distanz verschießen. Auf die Distanz verschieben. Wenn sie angreifen, werden
Angegriffen werden, stürmen sie vom Rasen und beißen dabei alle Zombies, die ihren Weg kreuzen. Was heißt mehr finden? Achso, hol ja in diesem Samenpäckchen für... Ja, nicht so... Ja, ich spiele halt weiter, ja. Eine der Optionen war einfach, spiele das Spiel weiter am Riesenwellenstrand. Bin ich dabei, Spiel? Ich bin dabei. Und zwar bin ich schon bei Level 20. Das ist doch, glaube ich, ziemlich gut, dass wir schon hier sind. So, wir haben eine Reihe, die nicht vom Wasser beeinträchtigt wird. Abseits davon ist alles möglich und alle Zombies sind da. Ich würde natürlich am liebsten wissen, ob diese Squids mehr Schaden durch Elektro Sachen nehmen oder so. Dass ich damit halt ein bisschen mehr arbeiten könnte. Versteht ihr? Ihr versteht es bestimmt. Weil es ist ein sehr simples Prinzip. Zack, zack. Will ich das Krokodil weiter mitnehmen? Ich meine, die Gegend hier ist ja quasi dafür gemacht, ne? Aber ich möchte irgendwie die beiden sehr gerne beibehalten, tatsächlich. Oder will ich ein anderes TSPP nehmen? So eine Kirschbombe vielleicht? Oder... Oh, eine Jalapeno, die einfach auf der ganzen Reihe... hier ist Wasser. Sonst hätte ich gesagt, auf der ganzen Reihe einfach die Squids wegmachen kann. Dann müsste ich die erste Reihe freilassen, damit ich immer was frei habe, um die wegmachen zu können. Ist, glaube ich, nicht optimal, tatsächlich. Ne, ich nehme den Reset-Kumpel mit. Ich glaube, wir bleiben einfach mal bei unserer ganz gewöhnlichen Taktik, die wir jetzt seit Anbeginn des Strandes angefangen haben. So, jetzt frage ich mich natürlich, wo kommt der erste Zombie und was ist es für ein Zombie? Es ist so einer. Es sind zwei Zombies, die direkt ankommen. Genau dafür hatte ich mir gedacht, warte ich jetzt erstmal noch einen Moment. Weil dann kann ich mit einer Pflanze direkt alle drei Zombies angreifen. So, die oberste Reihe braucht jetzt natürlich erstmal was. Das heißt, wir sparen kurz mal. Nee, wegen Spanien. Mach mal da. Ah, das wird knifflig. Aber wenn wir jetzt hier noch das Cornerpult dazu packen, könnte das helfen. Cornerpult, danke. Und da der letzte. Das ist so gemein. So geht das nicht. So, die unterste Reihe hat jetzt natürlich noch... Ist jetzt noch ein leichter Bedrängnis, deswegen setzen wir mal kurz alles zurück. Ich weiß, es ist noch relativ früh im Level und ich mache das schon. Aber ein taktisches Zurücksetzen am Anfang, wie wir ja auch schon gesehen haben, kann manchmal ziemlich hilfreich sein. So. Dann machen wir mal da. Genau. Und ich glaube auch hier die... Wir versuchen natürlich auch die Elektropflanzen so weit wie möglich links hinzupflanzen. Deswegen werde ich jetzt mal den da hinsetzen. Nimm das Cornerpult da weg. Und mach hier noch eine Elektroblüte hin, damit wir auf jeder Reihe mit Elektroblüte eingedeckt sind. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Nee, das wollte ich nehmen. Tatsächlich. Damit Elektroblüte sind wir meiner Meinung nach durch. Und jetzt kommt hier entweder Cornerpult oder Urzeiterbsenkanone hin und auf der Reihe dann jeweils das andere, was wir noch nicht gepflanzt haben. Es ist Ebbe. Aber es ist jetzt auch erstmal Pause. Du blöder Penner da hinten. Du blöder, blöder Penner da hinten. Was ist denn mit den... Ach so. Jetzt verstehe ich das erst richtig. Selbstverständlich. Oh, die halten die ganze Zeit ein Surfbrett über ihrem Kopf. Deswegen können die von der Butter nicht getroffen werden. Na klar. Das ergibt ja nur Sinn. Das ergibt ja wirklich nur vollkommen Sinn. Alter, das kann doch nicht sein. Ihr seid gerade zurückgesetzt worden. Wie könnt ihr denn jetzt schon drei Sachen geworfen haben? Das ist doch gemein. Das ist Schikane. Das ist reine Schikane. Und für jedes, das ich kaputt mache, wächst einfach direkt ein neues nach. Das ist doch...
verflixte Sofakissen. Wie Kaiba so schön über Kuribo gesagt hat. Ich weiß nicht, was das eine mit dem anderen jetzt zu tun hat, aber er hat's gesagt und das bleibt mir im Kopf immer, wenn irgendwer sagt, verflixtes so und so. Das ist bei mir das Erste, was bei mir im Kopf ist, ist einfach, wie der deutsche Synchronsprecher sagt, verflixte Sofakissen. Für jedes, das ich besiege, wachsen 2 neue nach. Ah, eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Wie oft muss ich eigentlich noch einen Tang auf die Typen da packen? Also echt mal. Och, Mann. Die halten halt einfach so viel aus. Du, weg. Bitte, danke. Was war das denn jetzt? Einmal bitte Pause. Danke. Und ein Reset. Einen globalen Reset, bitte. Danke. Oh, das ist mir jetzt gerade zu viel. Das ist mir jetzt gerade zu unübersichtlich gewesen. So, wir brauchen halt einfach überall mehr Damage. Das ist so gerade das Problem. Cool, danke. Und dass wir den da oben nicht loswerden. Ich hab auch da schon so oft den Seetang hingepflanzt. Aber der ignoriert den halt einfach. Hier, schieb den mal zurück, bitte. Jawohl, in den Seetang rein. Oh nein, der Seetang nimmt sich den davor. Das ist doch so dumm. Das ist doch so dumm. Ganz ehrlich, und der hier hinten, der ist nicht besser. Weil das ist ja exakt dieselbe Sache. Dich nehme ich weg. Ey! Dich nehme ich weg, habe ich gesagt. Na klar, hast du den gerade genau darauf geworfen. Ey, das Spiel macht sich die Regeln aber auch so, wie es ihm gerade gefällt. Das Spiel ist einfach Pippi Langstrumpf. Wenn ihr nicht wisst, wer Pippi Langstrumpf ist, dann seid ihr sehr jung. Nehmt es als Kompliment. Hast du mich gerade Zuma genannt? Gargantua auf dem Weg. Ja, nice. Und wir haben keinerlei... Wir haben keinerlei Spezialdünger, wollte ich gerade sagen. Aber da haben wir welchen. Was haben wir denn hier auf der Reihe? Nicht viel, was irgendwie mit Düngermäßig hilft. Reset. Reset, dankeschön. Ach, hier hinten ist immer noch der... Das ist halt auch so eine Sache. Es ist anders als mit dem Magier. Der Magier funktioniert ja ein bisschen anders. Da ist es nicht so, nur weil der Ursprungszombie da ist, weg ist, dass dann die Squids verschwinden. Die bleiben einfach da. So lange, bis man die Squids von der Pflanze selber weggenommen hat. Deswegen habe ich gerade auch so viele Elektropflanzen nochmal gesetzt, damit die halt immer die ganze Zeit noch den und angreifen. Und wir haben jetzt hier nichts, was ihn zurückschiebt. Nee, nicht die Sonnenblume. Das hier, genau. Den wollen wir haben. Wir wollen, dass der Gargantua zurückgeworfen wird. Von mir aus soll er auch pausiert werden. Aber das Zurückschieben ist das Wichtige. Jawohl, jawohl. Genau so wollen wir das sehen. Ja, genau so wollen wir es sehen. Genau so wollen wir es sehen. Jawohl, und der Tang. Und der Tang macht Damage. Der Tang macht richtig Damage. So, dann noch ein Tang. Und weg ist er. Dann nur noch er hier. Und der sollte ja kein Problem sein. Ja, der ist überhaupt kein Problem mehr. Oh, und Tag 20 geschafft. Und damit haben wir hier so einen Tiki-Umhänger. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das nennt. Tatsächlich. Obacht, ich habe eine seltsame Statue ausgemacht, die wohl aus der... Na, sieh mal an, eine Tiki-Statue mit irren Augen. Meine Analysen zeigen, dass dieses Tiki eine schreckliche Herausforderung in sich birgt. Ach komm schon, wer will denn so lange fackeln? Benutzer Dave, deine Wortspiele fackeln mich echt ab. Anstatt sie fucken mich ab, sie fackeln mich ab. Sehr gut. Überlebe immer wildere Zombie-Attacken. Zeige in dieser Endloszone, was du drauf hast. Ganz bestimmt nicht. Jawohl, der Tiki-Fackler geht an. Yo. Aber wir fackeln jetzt wirklich nicht lange und machen einfach weiter. Tiki-Fackler jetzt verfügbar. Sehr schön. Sehr, sehr schön.
Ah, nicht mehr lange, Leute. Und dann sind wir durch den Strand. Der Strand ist echt so mein Zitter-Level, könnte man sagen. Hui, gegen Zombie-Wellen und die Gezeiten kämpfen ist nicht einfach, das stimmt. Weißt du, was wir brauchen? Einen Verbündeten mit Wumms. Und mit Wumms meine ich Durchschlagskraft, falls du eine Idee hast, was das bedeuten soll. Dann sollten wir uns mal an die Lenkdistel verwenden. Ich denke, sie hat diesen Wumms, von dem du sprichst. Ihre Augen? So ein stechender Blick, die Zombies werden vor Angst schlottern. Naja, wichtiger ist doch, dass sie tödliche Stacheln verschießt, die sicher ins Ziel geraten. Doppelter Wumms zum Preis von einem? Echt radikal! Sag mal, wer bist du? Bist du Olaf Scholz oder was? Der gute Doppelwumms. Da ist er nämlich. Da ist der gute Doppelwumms, aber schon in Pflanzen vs. Zombies 2. Noch lange bevor der gute Olaf Scholz unser Präsident, unser Kanzler war. Ja, die Lenkdistel ist halt cool an sich, aber ich habe dann doch den Eindruck gehabt, die macht dann doch nicht so viel Damage. So, frierst du den ein oder macht er dich vorher platt? Er macht dich vorher platt. Das ist so dumm. Und jetzt läuft der dran vorbei und macht die nächste Pflanze platt. Und ja, wie man sieht, die Lenkdisteln, die sind zwar cool, weil die halt überall angreifen und man sich dann keine Sorgen mehr machen muss, wo man sie plantet. Aber das Problem ist einfach, sie macht nicht viel Schaden. Das ist uns ja so schon aufgefallen. Ich hatte sie ja extra gekauft. Das machen wir direkt so. Wir hatten sie uns ja extra gekauft mit Diamanten, weil Shireen mir die vorgeschlagen hat. Und ich verstehe auch, warum sie mir die vorgeschlagen hat. So ist es nicht. Aber mir ist dann einfach auch aufgefallen, dass sie einfach dafür, wie viel sie kostet, wenig Schaden macht. Dafür gibt es einfach viel mehr Pflanzen, die viel besser mit halt viel bessere auch Nebeneffekte haben. Zum Beispiel halt die Urzeiterbsenkanone. Weil sie halt einfach diesen Rückschlag auch gleichzeitig noch hat. Und so weiter und so fort, ist sie halt viel besser anwendbar. Und dadurch, dass sie halt auch noch einfach viel weniger kostet. Die Lenkdistel kostet ja 250, wenn man sie halt einsetzen will. Und das ist halt einfach viel zu viel. Das ist auch cool, dass die Lenkdistel auch um die Surfbretter herum arbeiten kann. Und einfach drumherum schießen kann. Es sei denn, sie macht Specials offensichtlich. Aber wenn ich jetzt nicht das Special einsetze, also hier, ne, dann, wie wir ja gesehen haben, schießen die ja dran vorbei. Dann schießen die ja an den Dingens vorbei, an den Surfbrettern. Da interessiert die das ja gar nicht. Aber ja, sie braucht halt einfach auch ein bisschen, ehe sie schießt. Die machen halt immer so, und da haben sie einen kurzen Moment, wo sie nochmal durchatmen. Und dann haben sie nochmal einen Moment und dann machen sie nochmal, und dann warten sie einen Moment und dann haben, genau so. Ist jetzt nicht die schnellste aller Durchschlagskräfte. Die schnellste aller Schussarten. Aller Pflanzen oder so. Aber wenn wir jetzt hier einfach die ganze Zeit die letzte Welle. Wie man sieht, wenn wir einfach die ganze Zeit das Special benutzen, dann läuft das ja eigentlich doch ganz gut. Aber die Lenkdistel kann auch die Zombies unter Wasser angreifen. Was ich mir natürlich auch gedacht habe. Wie gesagt, die kostet halt 250 das Stück. Und 250 das Stück ist halt einfach viel zu viel. Da können wir für 275 ein Cornerpult und eine Urzeiterbsenkanone holen. Und gut ist dann. Und dann ist auch wirklich gut. Wenn die Lenkdistel günstiger wäre, dann wäre es nicht verkehrt. Und ich glaube halt wirklich, ich hätte sie dann auch öfter benutzt. Wäre sie nicht so teuer. Wir können es ja nochmal gucken, aber ich bin der Meinung, ja, 250 ist halt leider zu viel. Ist eine Premium-Pflanze? Ich weiß, aber... Aber. Da war einfach das Aber drin. Nee, will ich dich mitnehmen? Weiß ich nicht. Ja, wir haben halt alles wie vor. Oh Gott, was macht der Angler-Zombie nochmal? Oh, was macht der Angler nochmal? So, was wollen wir noch so mitnehmen? Was habe ich denn sonst dabei? TSPP. Ach, ich habe den Teleporter gerade nicht. Doch, den habe ich dabei. Hä? Fehlt mir gerade was ich sonst dabei hatte? Das Cornerpult. Oh ja. Solange die Strategie funktioniert, gehen wir die Strategie weiter.
Das ist schon immer mein Credo gewesen. Solange es funktioniert, wird es weitergemacht. Das ist... Ich bin so ein typisch irgendwie... halt irgendwie, wenn du mit jemandem ein Kampfspiel spielst und der immer dieselben Sachen macht. Solange die Sache funktioniert, warum was anderes machen? Also ich benutze nicht immer die super Übermoves oder irgendwas in einem Spiel. Das jetzt nicht. Aber wenn ich halt eine gute Strategie habe, die für mich funktioniert, dann gibt es für mich keinen Grund, die nicht zu benutzen. Besonders halt in einem Tower Defense. Wenn in einem Tower Defense irgendwas funktioniert, warum die Strategie ändern? Wenn es nicht notwendig ist, dann ist es nicht notwendig. Ganz simpel. Das ist so... Das steht für mich dann außer Frage. Warum sollte ich jetzt plötzlich anfangen, irgendwas anders zu machen? Da gibt es ja gar keinen logischen Ansatz für... Das zu tun. Das irgendwie zu... Das halt dann dementsprechend zu machen. Weil, wie gesagt, es ist für mich dann einfach nicht logisch. Aber Logik ist ja sowieso eine persönliche Sache tatsächlich. Es gibt viele Sachen, die einfach so einer allgemeinen Logik zu folgen scheinen. Aber... Ah ja, genau, der zieht Pflanzen immer so eins nach vorne. Den wollen wir mal direkt loswerden, dankeschön. Und damit zieht er dann so nach und nach Pflanzen auch einfach ins Wasser, also hinter die Flutlinie. Suga, Flutschutz! Entschuldigung, jetzt bin ich in Yu-Gi-Oh! Gedanken. Habe ich mir selbst eingebrockt, ich weiß. Und ich weiß nicht, warum ich mich dafür entschuldigt habe, oder ja, warum ich mich gerade dafür entschuldigt habe oder entschuldigen sollte. Vielleicht einfach, weil der Kontext fehlt. Das war's vielleicht. Ich habe das jetzt einfach gerade komplett ohne Kontext rausgehauen. Die Worte Suga Flutschutz, was soll das bitte bedeuten? Was ist ein Suga? Warum hat er einen Flutschutz? Wenn man es nicht weiß, woher soll man es wissen? Ganz einfach. Das ist auch in jeder Lebenslage so. Wenn jemand etwas nicht weiß, wenn jemand etwas nicht gesagt bekommen hat, woher soll er etwas dann wissen oder kennen? Das ist so, das hat sich mir noch nie erschlossen, warum man an einigen Stellen des Lebens, in einigen Faktoren des Lebens, werden einem Sachen, grundlegende Sachen nicht beigebracht, man muss sie aber trotzdem oder soll sie dann wissen. Und das habe ich noch nie verstanden. Das ist so, wozu? Warum nicht einfach den Leuten das beibringen, was sie im restlichen, späteren Leben so alles brauchen? Deswegen, es wird einem ja auch nicht beigebracht, wie man seine Dingens richtig macht, seine Steuern richtig macht. Das ist ja auch mit Bedacht tatsächlich. Das ist ja das Dumme daran an unserer Gesellschaft zum Beispiel. Dass sowas, wie gesagt, sowas wie unter anderem Steuern mit Absicht nicht erklärt werden, damit man es falsch macht. Damit man potenziell Steuern mehr bezahlt, als man müsste. Oder Steuern dann nachbezahlt, weil man Steuern falsch gemacht hat. Das ist ja der Dümmste in unserer Gesellschaft. Aber das ist halt einfach so. Könnten diese Angler bitte aufhören? Also mal ehrlich. Das ist ja unerhört. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich und es ist die letzte Welle. Deswegen mache ich mir jetzt um die Angler nicht mehr so viele Sorgen. Und alles ist Twiggy, Leute. Alles ist super. Alles ist schön. Alles ist Twiggy. Alles ist schick. So, Reset, damit ich ein paar Sekunden Verschnaufpause habe. So, cool. Genau, dann... Ach, nee. Hör doch mal auf. Das... Oh, diese dumme Kombo. Sowohl der Angler-Zombie als auch der Typ mit dem... Der Typ mit den Squids. Die sind so eine dumme Kombi. Ja, dann nehme ich hier dieses Seerosenblatt. Hier, wenn du fressen willst, hier, friss Elektro. Und damit meine ich nicht den Marvel-Bösewicht. Ey! Der Tank frisst den Angler nicht! Der Tank frisst den Angler nicht! Bitte, was? Da macht er den Terminator unter Wasser. Aber wieso frisst der Seetang den Angler nicht? Weil er den Schwimmreifen hat wahrscheinlich. Oh. Oh, ist das dumm. Sorry, aber das ist dumm. Der frisst jeden Zombie, der unter Wasser ist. Außer den, der die ganze Zeit am rechten Bildschirmrand sitzt. An dem man also potenziell gar nicht so schnell rankommt. Wie dumm ist das denn gemacht?
Banane. Benutzer Dave, bitte beachte die Reihe von Bananenwerfern. Offensichtlich brauchen sie unseren Schutz. Dann los, wenn die Bananen kaputt gingen, wäre es doch echt schade drum. Benutzer Dave, wenn ich einen Kopf hätte, würde ich den jetzt schütteln. Dave, mit deinen Wortwitzen hast du dich in mein Herz gespielt. Überlebe und schütze die bedrohten Pflanzen. Denn ich bin ja, für Leute, die mich kennen, ich bin ein Wortwitze. Ich bin ein Typ, der Wortwitze liebt. Ich bin ein Wortwitze. Liebhaber. Und mache sehr gerne Wortwitze. Ich mache sehr viele Wortwitze. Und ich kenne die Reaktion von Leuten. Oft kommt dann halt ein Kopfschütteln, das stimmt. Aber ich höre trotzdem nicht auf. Ich liebe es trotzdem. Es ist trotzdem einfach so toll. Ich weiß nicht, ich mag es einfach. Clevere Wortwitze sind einfach toll. Weil die sind halt, es ist halt, sie können halt sowohl doof, als auch gleichzeitig einfach genial sein. Es ist so ein Ausdruck meiner Kreativität, meines Blödsinns, aber auch irgendwie... Nee, da funktioniert's jetzt. Okay. Banane. Ah, ich liebe dieses Soundbite. Banane. Buff. So, das heben wir uns mal auf. Ah, ich wollte gerade... Ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht... Nee, doch. Was machst du damit? Yeah, super Bananenregen. Sehr schön. Nee, doch. Ich glaube, das fand ich doch gerade ein bisschen sinnvoller. Einfach auf Nummer sicher zu gehen, weil der Typ mit dem Squid hätte uns jetzt vieles kaputt machen können. Banane. Dankeschön. Banane. Banane. So, da wird wahrscheinlich so der nächste Angeltyp kommen, einfach weil... Keine Ahnung, worauf ich das jetzt basiert habe. Und er kam ganz oben. Auf der Reihe. Banana, den will ich erstmal loswerden. Dann mache ich da mal was hin. Banana und Banana. Bam. Reset. Dankeschön. Dann werden wir den Gargantua los. Packen wir hier einen Cornerpult hin. Banana. Zack. Oh, der Gargantua ist immer noch da. Keine Sorge, da haben wir die Banana für. Ey, der Gargantua hat ja immer noch überlebt. Was ist denn das für ein Gargantua? Dankeschön. Banana. 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 Ich habe meinen Cursor gerade nicht gesehen. Aber ich war genau an dem Punkt, wo ich eigentlich sein wollte. Wir haben halt irgendwie so gut wie... Neben den Bananen und so haben wir so gut wie noch keinen... Ey! Wop, 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 Banana! Da hat der eine einfach meine Urzeiterbsenkanone aus dem Wasser gezogen. Banana. Macht der Splash Damage? Ich bin mir nicht sicher. Nein, 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 nein. Oh nein, die sind isoliert. Die sind isoliert. Banana. Banana. Nein. Da habe ich sogar noch eine Fähigkeit benutzt und dann habe ich es trotzdem nicht geschafft. Ah, diese... Ah, diese blöden Angelzombies. Ah, ich wusste schon. Ich wusste schon, warum dieses Level... Okay. Okay. Ich reg mich gerade nicht auf oder so, das ist es jetzt nicht, aber... ich weiß nicht, wie ich am besten mit den Angelzombies umgehen soll. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich kann halt... Ich glaube, ich will eher auf das Krokodil tatsächlich gehen.
statt auf die Urzeiterbsenkanone. Ich glaube, dafür reicht die Zeit nicht aus, dass ich die Urzeiterbsenkanone in Ruhe aufbauen könnte. Versuchen wir das einfach mal. So. Und versuchen wir mal auch die Bananen wirklich nicht zu benutzen, solange wir es nicht wirklich zwingend müssen. Das heißt, hier machen wir jetzt erstmal Buddha. Wir müssen auf ihm theoretisch halt keins benutzen. Da benutzen wir mal erstmal das... den Tang. Genau, du dahin. Dann machen wir die beiden platt. Banane. Es macht halt, also die Banane macht halt keinen ringsrum Schaden. Aber sie macht Schaden auf genau dem Feld, wo sie halt gerade, wo es halt gerade ist. Wo die Banane gerade hinfällt. Aber dann auch auf alle Zombies, die da sind. So, dann hole ich mir erstmal direkt ein bisschen Sonne. Und weil ihr mir zu nah gespawnt seid, setze ich das erstmal alles zurück. So. Dann dahin, dann dahin, dann du dahin. Du dahin. Denn die untere Reihe hat noch nichts. Wer will nochmal? Wer hat noch nichts? Und ich heb mir tatsächlich den... Banana. Den Tang erstmal auf und warte auf den nächsten Angelzombie. Da ist nämlich schon direkt einer. Ey! Banana. Dankeschön. So, dann setzen wir da was hin. Setzen wir hier ein Krokodil hin. Bananenregen. Gut, sehr gut. Der Kleine hier, der nervt mich jetzt natürlich. Aber dann werden wir hier den direkt mal losschicken. Gargantua. Gargantua wurde eliminiert. Ganz unten brauchen wir am besten einen Tang. Oder machen wir Banane. Tang machen wir hier. Ganz oben ist ein nerviger Typ. Schicken wir einfach direkt ein Krokodil hin, was direkt los darf. Bananenregen. Hopp, hopp, Banane. Und ein Reset, bitte. Dankeschön. Ich brauche Übersicht. Ich brauche gerade all das, was ich brauche. Das Wichtigste, was ich gerade brauche, ist Übersicht. Und ich muss die Typen hier loswerden. Der Gargantua macht mir jetzt nicht so viele Sorgen wie gerade die Angelzombies tatsächlich. Banane. So. So. Banane! So, ja. Wesentlich besser. Angelzombie weg. Angelzombie weg. Tang, mach bitte den weg. So, dann nochmal Banane. Der Rest kann vom Elektro halt geschützt werden. Und vielleicht auch vom Krokodil. Danke, Banane. Ja, komm, Banane. Jawohl. Und das war die letzte Welle. Einmal noch eine Fähigkeit benutzt. Zwei Fähigkeiten auf dem Level hier. Damit gehe ich vollkommen d'accord. Das ist 100%, ja. Das lief gut. Das würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine schlechte Runde war. Die erste Runde lief zum Ende hin schlecht, aber weil ich mich jetzt besser konzentriert habe auf das, was wichtig ist, die Angelzombies loswerden, hat es funktioniert. So, weiter geht's. Reise zum Riesenwellenstrand geht weiter. Oh, Bowling. Bowling-Saison. Wir dürfen nur bis hierher bowlen. Das ist jetzt nicht nur die... Da ist jetzt nicht nur ein Zeichen für, hier ist gerade Ebbe. Bis hierhin ist die Flutlinie. Sondern ab diesem Punkt darf es nicht gebowlt werden.
Bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob die vielleicht... Ob die Kugeln, mit denen man hier bowlt, ob die vielleicht irgendwie... Irgendwann an... Ich weiß nicht genau, ob an Fahrt verlieren sozusagen. Also ob man die vielleicht so nah wie möglich am Gegner dran spawnen sollte. Oder ob man die eher weiter weg spawnen will oder ob das überhaupt keinen Unterschied macht. Wahrscheinlich macht es keinen Unterschied. Es sollte am besten keinen Unterschied machen. Das wäre so eine versteckte Mechanik, die einfach komplett nutzlos alles schwerer macht. Also nutzlos nicht, sondern ohne Grund einfach schwerer macht. Das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Bam, bam. So, dann machen wir dich mal weg. Genau, sehr gut. Schöne Damage raushauen, nicht wahr? Ja, so sieht's aus. Ebbe! Dab, 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 dab. Bam, 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 bam. Oh, hier brauchen wir ein bisschen Unterstützung. Yep. Ich hatte auch irgendwann so im Kopf gehabt, dass es ja auch Bowling-Level gibt, mit denen ich Probleme hatte. Beziehungsweise habe ich mich gefragt, warum ich das so mir dachte, weil die Bowling-Level machen doch an sich gar keine Probleme. Sie machen gar keine Probleme, überhaupt nicht, nein, nein. Aber es ist halt echt so. Kennt ihr das, wenn ihr in einem Spiel seid oder ein Spiel spielt, was ihr schon mal gespielt habt und dann kommt irgendeine Sache, die ihr, letzte Welle, die ihr einfach irgendwie, auf die ihr euch gar nicht freut, dass ihr die nochmal spielt, weil ihr im Kopf habt, wie schwer das beim ersten Mal gewesen ist oder wie ungern ihr das gespielt habt, weil irgendwas da war, weil die Mechanik doof war oder keine Ahnung, weil der Boss so schwer war oder so lange dauert oder. Genau das hatte ich mit dem Strand. Deswegen habe ich es ja auch so oft gesagt, dass das so... Wenn ich hier dran vorbei bin, die Moderne ist in diesem Spiel auch nicht einfach. Ganz im Gegenteil. Das moderne Zeitalter ist in diesem Spiel auch knacke schwer. Vielleicht sogar noch schwerer als der Riesenwellenstrand, aber irgendwie, aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund, habe ich das so nicht im Sinn. Das ist für mich nicht so abgespeichert wie mit dem Strand. Der Strand ist da irgendwie extremer. Vielleicht ist er einfach Radical Dude. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht so sicher, was das Problem ist. Aber so ist es halt. Und ganz ehrlich, ich bin super zufrieden. Jetzt haben wir nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Level und einen Boss. Also 8 Level haben wir noch im Riesenwellenstrand. Sehr gut. Dem stellen wir uns aber erst in der nächsten Folge, denn das war's jetzt mit dieser Folge von Let's Play Pflanzen vs. Zombies 2. In der nächsten Folge geht's am Strand weiter. Oh Gott. Da kam mir gerade was hoch. In der nächsten Folge machen wir dann hier weiter und beenden den Riesenwellenstrand und danach geht's ab in die Moderne. An dem Punkt sage ich euch erstmal Dankeschön fürs Zusehen und tschüss. Bis dann.